Ja, wir sind unterwegs quer durch den Wahlkreis und waren in Guben. Guben ist eine der vier großen Städte hier im Wahlkreis. Ist mittlerweile demografisch auf einem relativ stabilen Niveau zum Glück angekommen, weil Stadtentwicklung hat die Stadt in den letzten Jahren wirklich so attraktiv gemacht, dass die Menschen dort wieder für sich eine Zukunft sehen. Und damit ist dieser Ort stabilisiert. Und wir haben dort Gespräche geführt über die zukünftige Entwicklung des Krankenhauses. Wir haben ja vier Krankenhäuser hier im Wahlkreis, die relativ gut miteinander abgestimmt sind, was ihre Aufgaben betrifft und die zum Glück ihre Hausaufgaben auch in den letzten Jahren gemacht haben, nicht nur was Investitionen betrifft, sondern vor allem auch was die Zahl der Betten in der Krankenhausplanung angeht. Richtung Spremberg, ein Ort, der in den letzten Jahren eine besonders gute Entwicklung auch genommen hat, weil in Spremberg ist zum einen mit Vattenfall und dem großen Kraftwerk Schwarze Pumpe die Grundlage für eine Vielzahl zusätzlicher Investitionen gelegt worden, denn dort gibt es Papierfabriken, die sich angesiedelt haben. Dort ist eine große technologische Weltneuheit, kann man im Grunde sagen, nämlich ein CO2-armes Kraftwerk. Früher haben wir sogar CO2-frei gesagt, aber das stimmt so nicht, weil ein Stück weit CO2 wird immer noch abgeschieden und zum anderen wird das CO2 ja auch in den neuen Prozess entstehen. Aber es soll eben dann komprimiert werden und als flüssiger Stoff in der Erde 1000 Meter, 1100 Meter unter der Erdoberfläche verpresst werden. Und diese Technologie, die hier entwickelt worden ist, ist eine ganz besonders verlässliche, besonders gute Technologie, weil CO2 wird zum einen dadurch besonders rein auch entstehen, weil der Verbrennungsprozess in der Oxyfull-Technologie eben besonders effizient ist und weil die Technologie dieses CCS, also Carbon Capture and Storage, das Carbon, das CO2, also das Kohlendioxid, abzuscheiden und dann auch abzulagern, in diesem 30 Megawatt Versuchskraftwerk in besonderer technologischer Qualität entwickelt worden ist und wir hoffen, dass 2010, 2011 dann nicht nur die Entscheidung getroffen werden kann, ein 500 Megawatt Kraftwerk zu bauen, sondern dann eben auch spätestens 2015 mit Unterstützung der Europäischen Union ans Netz gehen könnte. Ja, wir haben mal zusammengezählt und sind auf über 40 Alleinstellungsmerkmale dieser ungewöhnlichen Stadt in der Lausitz gekommen, weil diese Stadt hat eben nicht nur den Branitzer Park, hat nicht nur zwei Hochschulen, hat nicht nur das Staatstheater und was Cottbus weltweit berühmt gemacht hat mittlerweile, die einzige ostdeutsche Mannschaft, die in der Bundesliga mitkämpft und zum zweiten Mal aufgestiegen ist und in der Bundesliga jetzt schon über mehrere Jahre mit dabei ist und sich gegen den Abstieg mit viel Erfolg gewehrt hat, sondern eine Stadt im Wandel, die eben auch als Sport- und Kulturstadt eine wirklich dynamische und gute Entwicklung gehabt hat in den letzten Jahren.
wir haben so ein Way of Fame vorm Rathaus, wo die vielen, die hier aus Cottbus kommen, beziehungsweise an der Cottbuser Sportschule gewesen sind und dann olympische Goldmedaillen gewonnen haben, beginnend von der ersten, von den ersten Olympischen Spielen bis hin eben auch zu den letzten. Und da kann die Stadt Cottbus alleine schon mit manchen europäischen Nationen mithalten. Aber eine Stadt, die auch in den letzten Jahren einen wirklich beeindruckenden Wandel von der Energie- und Bergarbeiterstadt hin zu einer Stadt von Wissenschaft und Forschung, einer Stadt der Kultur, aber eben auch einer Stadt mit Energie, einer Stadt der Energie vorgelegt hat und die ein großes Filmfestival in den letzten Jahren entwickelt hat. Das Osteuropäische Filmfestival ist nach der Berlinale das zweite große Filmfestival in Deutschland. Und Jahr für Jahr kommen im November Menschen aus ganz Osteuropa, aber eben auch aus anderen Ländern Europas hierher, weil das ist so ein Fenster geworden, um osteuropäischen Film mitten in der Europäischen Union